Hallihallo, Leute, ne? Und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Splatfest von Splatoon 3. Also offiziell ist es das letzte. Und zwar zum Grand Festival. Ja. Also offiziell, letztes Splatfest hat sogar eine ganz spezielle Lobby bekommen, wie man hinter mir sehen kann. Deswegen habe ich mal hier draußen heute mal angefangen, statt in der Lobby. Und ja, bei dem Splatfest ist tatsächlich nur so, erstens, dass es über 3 Tage statt 2 geht. Im Übrigen, das Thema ist, was ist euch am wichtigsten, Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, und wir kämpfen für Gegenwart, weil man sollte ehrlich gesagt nicht in der Vergangenheit leben und nur an die Zukunft zu denken, ist auch nicht unbedingt gesund. Man sollte im Hier und Jetzt leben, ist meine Ansichtsweise. Und ja. Bei dem Grand Festival ist auch tatsächlich von Anfang an, also vom Tag 1 an, die 3-Fab-Matches verfügbar. Zumindest habe ich das gerade eben in der Vorhersage vorher gehört. Also was die da am Anfang vorher besprechen, vom Splatfinden-Cast. Und was ich auch schön finde, wenn ich jetzt hier reingehe, dass hier mehrere Bühnen sind, wo man einfach den verschiedenen Splatcasten zuhören kann. Zum Beispiel Tentacool. Ist doch schön, denen zuzuhören, ne? Und sie eh beim Dancen zu sehen. Ich habe bisher nur 2 Bühnen entdeckt. Ich weiß nicht, ob hier noch eine 3. Bühne ist. Also die andere Bühne kann ich auch zeigen, weil ist Grand Festival, da kann man ja hier auch mal die Lobby zeigen. Muss man ja nicht nur das Innere zeigen. Oh, mein erstes Splatcast spielt mein Lieblingssong von Splatoon. In einer besonderen Version sogar. Die Version kenne ich noch gar nicht. Von Splatoon 3 finde ich das, also von Splatoon selbst finde ich ist das einer der besten Songs. Calamari Incantation hieß der ja. Den höre ich mir so oft an. Stell dir einfach vor, dass ich genau dasselbe mache wie die Tintenfische. Ich glaube, hier geht's auch noch weiter. Vielleicht ist da meine 3. Bühne. Nee, da geht's nicht weiter. Aber ist doch auf jeden Fall schön mit den ganzen Bühnen, dass sie sich hier extra nochmal die Mühe gegeben haben, nochmal eine spezielle Lobby herzurichten. Und ja, wir wollen jetzt ein paar Kämpfe gleich bestreiten. Ach, hier ist die 3. Bühne. Boah, ist die riesig, die Fläche hier. Kann ich auch noch ganz vorne? Könnt ihr übrigens in die Kommentare später bei YouTube schreiben, welche ist ein Duo, Schrägstrich, ein Trio ihr jetzt von denen am besten findet. Den Song habe ich auch richtig oft gehört auf dem Handy, wenn ich unterwegs bin. Aber ist das einfach nur schön. So, jetzt kann ich mich aber auch mal hier im Discord muten. So. Wir machen das übrigens jetzt so. Ich gehe erstmal ein bisschen von der Bühne weg, damit es ein bisschen leiser ist. Kann ich eigentlich hoch? Ja, ich kann hier hoch. Oh, ich kann hier ein Foto machen. Nett. Ja, wir machen das so, wie gesagt. Wir machen 2 Stunden pro Tag. Es sind ja 3 Tage. Wir können auch in die Lobby gehen, das ist wesentlich ruhiger. Also, 3 Tage am Stück ist das jetzt. Jeder Splatcast ist verfügbar. Also, wir könnten alle 3 Splatcasts da oben hin und wieder mal lesen. Jedenfalls.
Wir machen es so, eine Stunde lang hier Dreifach-Matches und dann nochmal eine Stunde die normalen Matches an allen 3 Tagen. Dafür machen wir aber auch stets nur so um die 2 Stunden. Und es kommt auch dann kein Salmoniden-Run danach, weil 3 Tage am Stück, das hier wird übrigens sehr anstrengend, vor allen Dingen zum Schneiden. Weil egal wie man es dreht und wendet, am Ende des Tages habe ich da 6 Stunden, die ich schneiden darf. Und YouTube kann sich dementsprechend denken, dass das hier ein bisschen länger braucht als die anderen Splitfest-Videos, bis ich es online stelle. Also für YouTube an der Stelle, ich nehme beziehungsweise stream das hier am 13.09. Ich weiß nicht, wann ihr das bekommt. Auf jeden Fall wesentlich später. Let's go! Da bist du bereit! Wir sind im Team Verteidiger. Guck mal, sogar hier noch mal extra oben drüber Grand Festival. Ja, finde ich schön. So, mal gucken, was ich Ist reiße ein heute. schönes Gimmick. Neben mir? Weiß ich nicht. Ach, hier oben kann man nicht färben. Du bist Ja, neben bin mir. ich. Da oben kann man nicht färben, wo ich gerade war. Welche Map ist das? Ach, das ist. Manchmal mal hier. Hier. Ist die Mitte. Hä? Ach so, das Signal ist ja noch gar nicht da. Ja, brauchst du noch nicht hinsprinten. Ich sehe echt die. Wo ist das Signal? Nicht da oben. Okay. Boah! Das ist das Grand Festival. Hier geben wir uns noch mal richtig Mühe im Vergleich zu allen anderen Festivals, ne? Hä? Was? Nein? Betrug! Doch, da war schon direkt der erste Betrug. Ich habe mir eine Klecksbombe im Hals geworfen und er stirbt nicht. Die war wirklich in ihm drin. Bitte Spiel, versau Aua, den Arm. Bin tot. Hallo, bettel nicht auch noch darum, dass es schlimm wird. Hallo, das ist die erste Runde, du bist schon wieder negativ gelaunt. Wenn ich sowas schon direkt in der ersten Sekunde habe, dann kotze ich. Ich wollte aufhalten, aber mich hat die Heulbrühe davon abgehalten. Oh. Ja, positive Einstellung. Ja, genau. Ja, klar. Keiner deckt das. Klar. Ich war tot. Ja, ich war auch tot. Wieder die Tinte zu schnell füllt. Seid ihr bereit, Teamarbeit? Wir müssen einfach bei Lila Nerven gehen und dort färben. Und wo? Nein, was macht das der? Ja, ihr seid alle tot. Natürlich wird alles. Ach komm, wo kommt der denn jetzt her, der Lieder? Ich kenne noch Hobby. Hallo, wo ist mein Spawn? Also das ist diese Heubohne, ne? Die ist zu kotzen, ey. Teil ihr Team, aber. Boah, bitte nerv mich dann nicht schon direkt, ey. Ich hasse das. Boah, positive Einstellung. Nein, bei dem Spiel geht das nicht. Oh, und diese Dreifachkappe ist so eine Scheiße. Oh, guck mal, eine spezielle Loose-Musik. Zum Grand Festival. Ja, sehr lustig. Und sogar ein neuer Hintergrund. Aber die neuen Lieder, die du so in der Lobby hören kannst, die könnte ich mir Stunden geben. Ich nicht. Dieses Gefiebte, das wird mich irgendwann kirre machen. Mann, ich muss echt viel näher vom Tisch weg. Sitzt ja auch wie ein Rentner gerade, ey. Der gerade seine Rente gekriegt hat, ey.
Ey, Jungchen, hast du auch was im Rücken? Oh, den Song kenne ich noch nicht. Da ist ein Bandschwopper. Und dann ist es wieder so eine knallrote Farbe. Oh nein. Mein Schild ist bereit. Ah, du hast deins geworfen? Aus Versehen, war nicht klar. Abi! Er hatte was Ähnliches vor. Von rechts! Ich hab alle umgebracht. Das muss belohnt werden und es wird auch belohnt, ey. Jesus sei Dank, ey. Oh, dieser Hund, ey. Uff. Ey, Titwall. Na gut, die Dinger sind weg. Auf die brauchen wir uns nicht mehr Sorgen machen. Kann ich auch. Schieß sie noch an und dann... Sag mal, ist der gefühlt unverwundbar, wenn er als Tintenfisch in der Tinte ist? Nein, du siehst dann einfach nur schlecht. Hm. Der Bandenschwopper geht mir so auf den Keks. Ich hatte keinen Spawnschutz. So kann man Scheiß rennen. Ja, so. Ach, hier ist der Spawn von denen. Oh, Scheiße. Ja, mittig an den Seiten. Jedes Mal bei drei Farb. Ich hatte eine Tintenwall. Warum hat die sich... Lächerlich, aber gut. Müssen Pink ein bisschen mehr nerven. Du machst das stark. Das könnten wir gewonnen haben. Aufgrund meiner Cool-Bombe. Sieht doch gut aus. Ja. Oh, endlich die neue Victory-Musik. Der Sieg ist auf unserer Seite. Jetzt reicht die Pfote rüber. Nein. Deine Hände wackeln wie Tentakeln. Das fasse ich nicht an. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir machen wollen. Zwei Stunden, ein Tag. Sind ja drei Tage, reicht ja schon, wenn ich bei in drei Tagen zwei Stunden pro Video streichen muss. Dann muss ich noch länger werden. Okay, ich dachte, weil du gesehen besonders. Ja, das Besondere ist ja, dass es eine Stunde hier das eine und dann noch eine andere Stunde das andere gibt. Und das auch noch über drei Tage statt zwei. Das ist doch schon besonders genug. Entschuldigung. Und dass ich Musik draußen gönne. Ein innerer Mensch kam durch mich durch. Willst du sagen, die Menschen sind scheiße? Es gibt Menschen, die scheiße sind, ja. Du hörst nicht an jeden Tag. Auch Menschen, die ein Opfer sind. Wahrscheinlich. Cool, go. Ich hab nur gesagt, stimmt in dem Sinn, ob du mir zustimmst. Ich wollte nicht, dass du dich angesprochen fühlst. Und wenn, das ist selber schuld. Ich habe mich nie angesprochen gefühlt. Okay. Das kann man aber so verstehen, wenn ich das halt so sage.
Das Grün sieht aus, als wäre das eine Geschenkbox. Hm. Okay, ich hab dich als Partner hier auf meiner Seite. Das ist die rechte Flanke auf meiner Seite. Jackson, was hat der für eine Waffe? Verdropp. So. Ja, deine. Ich hab die Airbrush dabei. Da kam ein Panzer. Er ist in der Mitte. Mitte. Mitte ist einer. Boah, Junge. Aufpassen auf die Explosion von dem, vom Spider-Man. Spider-Man? Ja, man kann auch Spider-Man dazu sagen. Achso, er hat den Grabschi. Ja, ich hab den Namen auch vergessen. Ich glaube, grün ist sogar gefährlich. Grün habe ich gerade einen ausgeschaltet. Behalte mal diese Kracher für besondere Ereignisse. Oh, weil hier sind drei. Okay, ich gehe zurück ein. Oh, das ist knapp. Okay, ich hab rot. Junge, jeder konzentriert sich auf eine Seite. Damit meine ich jeweils zwei. Oh, das ist böse. Ich hab den Würfel bei mir vergrößert, um mich zu schützen. Ich hab gerade den Krabbenpanzer in einer Tour zerstört und den Typen drauf mit. Was? Er hat den Krabbenpanzer gespawnt und ich hab ihn instant weggereckt. Und zwar ohne den Typen vorher runter zu nieten. Der Krabbenpanzer hat nicht lang da gestanden. Der hat den. Ja, der konnte von oben nach unten schlecht treffen. Ja, dann. GG. Wieso ist keiner in der Mitte? Ich halte grün auf. Also einen ja, davon. Was ist das für eine Taktik? Okay. Den Ninja habe ich aufgehalten. Es gab eine Wiederholung von dem, was ich gerade gemacht habe, nur dass er diesmal nicht gestorben ist. Aber der Krabbenpanzer hat wieder nur 2 Sekunden da gestanden. Echt? Mann! Ja, 40%. Wie oft ich ihn angeschossen hab? Schieße 4-mal mit dieser Calvin an und die braucht nur 3 Schüsse. Victory. Warum? Victory. Ja. Ach ja, es gab ja speziell zum Grand Fest sogar noch hier eine Kleidung, die man sich abholen konnte. Zwischen, wenn ich lache, tut es mir tatsächlich an den Wangen weh. Zahnarzt? Ja, wie soll das dann zum Zahnarzt gehen? Dann hast du vielleicht was an der Wurzel. Ich glaube, ich spreize einfach meine Wangen einfach zu weit auf. Mein Bund. Ganz auf, wenn Joker lacht. Wenn Joker so ein Grinsen hat. So ein Grinsen ist das. Aber tatsächlich habe ich Probleme mit meinem Zahn tatsächlich so. Meinem hinteren Backenzahn. Also ich bin da so kälteempfindlich. Ja, das ist ein sehr starkes Indiz darauf, dass was mit der Wurzel sein könnte. Nee, es gibt da so eine Schutzschicht auf dem Zahn, hat der Zahnarzt mir gesagt. Und die ist quasi, ja, so gut wie weg. Also das, ja, dafür, das ist ein Problem, habe ich auch. Der Zahnarzt hat mir dann so ein spezielles Gel für die Zähne damit gegeben. Ich war schneller! Och nee, Sniperball. Ich wollte gerade meine Kugel nach denen werfen. Hey! Nicht nur Sniper, auch Hydrant. Ah ne, Sagittarion. Also das Blattling und das Scheißding.
Für die müssten wir von unten kommen, sonst können die uns vom Weiten schon wegschießen. Von oben hat wenig Sinn, da, da steht ein Splatling und eine Sniper. Ich kann das nicht richtig sehen, ey. Ja, ich hab gesehen. Junge, das ist so scheiße, wenn das so weit weg ist. Ich sehe das nicht richtig. Ist der in meine Richtung schaut oder dann? Ich hab mein Leben mit der Splatling weggeholt. Ich hab den Sniper ausgeschaltet. Ja, ich hab vorher eine Kugel da hinten geworfen, das hat die runtergescheucht. Ich muss dich verraten. Jetzt hat er einfach eine weitere Entfernung genommen, der Hunde Sohn, ey. Darf man doch sagen. Ist nicht so schlimm. Ansichtssache. Der Sniper! Warum habe ich den Sniper nicht ausgeschaltet? Der wäre mir am liebsten gewesen. Ups! Jawohl! Ich bin von unten hoch, hab dann die Kugel geworfen und während die aktiv war, habe ich mir das Ding gekrallt. Ich sag doch, diesmal bist du der Hilfsarbeiter. Das bezweifle ich ganz stark. Du hast einen ausgelöst, ich habe einen ausgelöst. Ach, da kommt der Sniper von der Seite aus. Hä? What the fuck? Auf einmal gehe ich in die Offensive und auf einmal klappt alles. Was ist das denn für eine Scheiße? Bin ich immer so schüchtern und bin jetzt voll reingegangen. Ja, das war eine Volldominanz, ey. Und du sagst, Angreifer sein ist scheiße. Ja, ich weiß nicht wieso. Erst meckern und dann so eine Dominanzbombe raushauen. Also das war wirklich die beste Dreifarbrunde, also vom Ergebnis her auf jeden Fall. Von uns. Ja, das war, also eine bessere hatten wir bisher wirklich nicht. Und das war, obwohl ein Sniper und ein Splatling da die ganze Zeit gekämpft haben. Ich meine 50%, also das ist so eine Ansage. Ich glaube, das ist wirklich selten der Fall, dass mal eine Mannschaft so viel hat. Meistens immer so, höchstens immer so 40-43%. Aber so 50 oder wie viel haben wir mehr als 50 ein bisschen oder? 50,8. Nee, also ich sag mal, du warst der Hilfsarbeiter. Du hast einzig mehr gefärbt. Nein, war es auch richtig. Also, sonst wäre es gar nicht zu diesem hohen Ergebnis gekommen. Den können die eigentlich auch genauso gut rauspatchen, den Detektor. Nö. Der Detektor ist das beste Item überhaupt. Weg damit! Will ich doch nur triggern. So, ich fächer den jetzt eine. Nö. Oh, wieder ein neuer Song. Alter! Was denn? Ja, ich wäre fast ins Wasser gefallen. So, ich habe schon mal ein paar Raketen losgeschickt. Oh, wenigstens keine Knallfarben. Obwohl, nee. Was? Der Song kommt mir doch bekannt vor. Der ist von Tentacool, wenn ich es richtig interpretiere. Ist das nicht der Song, den man beim Bosskampf vom DSC hört? Geh mal rein. Warte gleich. Hä? Voll daneben, oh, Jung! Ich hab ihn gezielt! Ich hab einen getötet. Warum hebst du es auf, wenn dann noch einer neben dir steht? Ich hab den abgeschossen eigentlich. Und erstens hat er mich nicht mal bemerkt, der Typ. Warte, ich kann ihn noch ein bisschen behindern.
So, jetzt haben die Raketen auf sich hängen. Nein, ich wollte sie aufsammeln. Ich wollte Chicken töten, nicht dieses Drecksignal aufsammeln. Willkommen im Club. Ich habe mal jemanden markiert bekommen. Achtung, von rechts kommt gleich einer. Okay, scheint nicht wichtig zu sein. Ein getötet, das habe ich. Sie haben's. Wir haben's. Du warst hinter mir, ich dachte kurzzeitig Gegner wäre hinter mir. Du denkst da jetzt über mich. Wir sind nicht schon Gegner geworden. Obwohl wir im selben Team sind. Ich verstehe schon. Mann, da war noch ein Gegner am Leben. In den letzten 20 Sekunden liegt nur jeder scheiß Ding. Nein. Ich wollte diesen scheiß Gegner noch töten. Aber die Waffe ist so ungenau. Der Fächerfärber ist nicht wirklich praktisch auf der Map, habe ich gemerkt. Vor allem da oben nicht. Tote her! Was ja? Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe dir die Hand gegeben. Hallo, du sollst sie mir geben. Jetzt hat er schon Angst davor, mir die Hand zu geben. Ich glaube ja wohl, es hackt langsam. Ich würde dich Team heute mit zwei anderen, habe ich gehört. Hallo? Nein. Okay, ich gehe schon. Ich gehe in meine stille Ecke. War das nicht gemein? Ich gehe bei die stille Ecke. Du taugst ja zumindest heute was. Ist heute überdurchschnittlich. Sagen wir es mal so. Ich bin in meiner stillen Ecke und wein. Was beweinst du denn? Dein Skill oder? Dass ich dich scheiße behandle. Ich gehe mal aufs Letztere. Ich fühle mich aber nicht so, dass ich die Scheiße behandle. Macht Akai doch auch immer, oder? Bei ihm bin ich dann gewöhnt. All die Jahre. Ja gut, bei mir musste ich noch zumindest manchmal dran gewöhnen, weil ich mach das ja nicht immer. Darfst du mich die ganze Zeit in der einen Ecke da? Kein Kommentar. Kann ich verstehen. Da haben zwei Orte. Ach nö, nicht die Map. Die Musik ist aber. Die Musik ist geil, die Map ist kacke. Ich habe schlimme Erinnerungen an die Map. Ich hoffe, wir haben ja einmal mit Hexen. Das hatten wir ja noch nicht, ne? Alle vier! Die alle vier. Ja, mit den Schwarmraketen. Ja, hast du anvisiert nicht erwischt. Das wäre mir auch neu, wenn du das schaffen würdest. Ach, das habe ich schon mal geschafft. Wann denn? In deinen Träumen oder was? Ja, genau. Was hatte der für eine Waffe? Ja, eine Galgon. Eine Galgon hatte der. Der hat eine größere Reichweite als ich mit Kombischwaffe. Ja, klar.
Das Ding war jetzt fies. Mag die Map nicht. Und ich habe das Gefühl, sie mag nie auch nicht. Als ob ich den getötet habe. Ich würde jetzt so aus heiterem Himmel sagen, dass das ein Tentacruel-Song ist. Dass er mich jetzt stürmt, hätte ich nicht gedacht. Oh. Ich habe einen markiert, ich habe ihn angepinkelt. Da habe ich ihn mitgenommen. Da habe ich verrate dich. Wann verrätst du mich bitte nicht? Ich muss doch allen mitteilen, wo du stehst. Da kommt einer zu euch hoch. Hat sich erledigt. Alter, was war das denn für ein Sprung, ey? Meine Raketen, ja. Junge. Den haben wir aber noch reingedrückt, ey. Das war auch übelst, da hat er den reingedrückt. Komm, ich geb den die Hand. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich nehme mich jetzt. Beim Big One haben wir. Wir haben ein einziges Mal beim Big One mitgemacht, dass wir dieses Trio Infernale hier einmal gemacht hatten. Ich glaube, da warst du dabei, Hof. Darf ich nicht mehr mit mir reden? Ja, willst du so viel schneiden? Zwei wäre das bestimmt aus dem, ja, ich hätte mal 5 Stunden streamen oder so. 6 Stunden haben wir. Kann ihn einer mal eben kurz melden, den Bot? Der da gerade im Chat aufgetaucht ist. Ich hab da alles ab. Wo schießt meine Waffe hin? Meine Waffe hat gar Boden geschossen. Was ist denn jetzt los, ey? Ich will mal ein Stream haben, ohne dass so ein Kackbot in meinem Chat sitzt, ne? Wehe, taucht hinter meiner Rastfahrt aus. Hab ihn. Ich gebe ihnen gut Kontra. Sehr witzig. Ich habe noch einen Kontra gegeben. Ah, wieso trifft die Waffe? Kriegt Waffe nicht wieder. Das ist... Ey, wenn dich solche Witze fertig machen, du darfst Sunnys Witze nicht hören. Der gibt nur Flachwitze. Ist der Meister der flachen Witze. Ich habe ihn noch nie einen Witz hören sehen, aber hören. Er taucht ja so selten zum Stream auf. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem für dich? Ja, vor allem wenn man abgesprochen hat und er dann eine Stunde später erst sagt, ja, ich kann nicht.
Da wir die Runde gewinnen. Sieht ja ganz gut aus. Sieht doch gut aus, die Runde. Ich gar nicht, was die heißt. Nö, ich weiß auch nicht, was ich habe. Ich habe einen mit Feuerkracher erledigt. Nein, ich konnte bei den Blubis nicht mehr werfen. So, wir haben jetzt, wir haben glaube ich sowieso gewonnen. Ich muss jetzt erstmal hier einen Bot aus dem Chat verbannen. Erstmal melden. Nee, das waren wir nicht. Wollte gerade sagen. Just a guy. And a pig. Was? Dick? Pig. So, erstes gleich. Jetzt, wo ich den Gegner gehabt hätte. Was hat der für eine Waffe? Da oben ist einer mit einem Stringer. Nie mit einem Pentapumper. Nein. Aus. Gruff hat den dritten noch geholt. Das war ein gutes Teamwork, Gruff. Ich habe den dritten nämlich nicht gesehen. Mich haben zwei Stacheln getötet? Wie lächerlich! Was ist das denn, ey? Ah, ich hab den Pentapumper zu spät bemerkt. Das war sogar noch der. Das war sogar noch wir der gewinnen gerade. Da kommt einer gerade von der Seite. Durch die Mitte wollte einer durch. War da eine Robobombe vom Gegner? Da war meine Robobombe, aber der Gegner hatte doch gar keine geworfen. Ein Gegner ist rausgegangen. Ja, also eine Runde, die ich rausschneiden kann. Wenn ein Gegner läuft, dann schmeiße ich die Runden generell raus, weil solche Runden will ich nicht drin lassen. Da schäme ich mich dann eigentlich sogar für das Gewinnen. Okay. Ich hab dann Mitleid mit den Gegnern, die zurückgeblieben sind. Weil sobald einer aus deinem Team raus ist, du hast eigentlich gar keine Chance mehr zum Gewinnen. Ob da waren, wie gut die Gegner sind, ob die vorne sind oder nicht. Nein, ich will die Blubbies noch schießen. Ja, aber trotzdem, da kann ich nicht drin lassen. Der hat eh gewonnen, von daher. Darüber ist überhaupt keine Diskussion, wir hätten eh gewonnen. Wir waren schon hausoren Führung, als der sowieso schon gegangen ist. Zukunftsshining entscheidet das einfach. Das ist nicht mein Problem, das ist das Problem von Zukunftsshining. Ich weiß, dass er und ich dieselbe Person sind. Ich
Nee, und, er ist nur älter. Und das Witzige ist, jedes Mal zeigt Zukunftsscheining den Vergangenheitsscheining den Mittelfinger. Jedes Mal. Hey, der jetzige Scheining, der sollte auch den Zukunftsscheining den Zinkefinger zeigen, weil er dein Gegner ist. Nee, Zukunftsscheining zeigt Vergangenheitsscheining den Mittelfinger, nicht andersrum. Ja, und du zeigst beiden den Mittelfinger. Und guck, und diesmal warst du wieder der Ersatzspieler. Nö, ich hab meine Kills gemacht. Ja, ich auch. Also ich habe ständig gesehen, wie ihr gestorben seid, möchte ich nochmal sagen. Hallo Akaya! Diese Akaya. Weil das so ein typischer Akaya-Stuff ist. Ich hab's doch gesehen mit meinen eigenen Augen. Ja, wahrscheinlich, Ruf. Bin zwar auch fünfmal gestorben, aber... ihr seid fast das Doppelte gestorben. So. Und Shining mag die Karten nicht, also da haben wir nochmal extra Nachteil. Ja, das ist bekannt, aber wir haben trotzdem die erste Runde, die wir auf der Karte hatten, gewonnen. Das ist keine Begründung. Du hast wahrscheinlich deine Mutter für dich spielen lassen, oder? Erste Runde. Die weiß nicht mal, wie man einen Controller hält. Weiß ich ja nicht. Kann ja so eine Gamer-Mutti sein. Nee, ganz bestimmt nicht. Wir haben in der einmal ein, zwei Switch gespielt, da hat sie meine Nichte mit dem Arsch weggekickt. Hallo? Wieso konnte ich dich nicht töten? Ich hab da runtergeschossen. Ich hab sogar genau in seine Richtung geschossen. Ja, scheinbar nicht. Ja, doch hab ich. Ich hatte sogar Highground. Wieso hat er sich mit einem Doppler nicht bewegt? Man soll gesehen, dass ich getroffen habe. Muss Kopf verraten. Boah, schickt der Raketen los, ey. Das ist ja unglaublich. Was hat der für eine Waffe? Ich hab gesehen, dass hinter mir einer war. Boah, ich hab's mir den Kill gegeben, ja nicht. Was hat er für eine Waffe, Alter? Und so weit schießt wie ein Platscher, ey. Ja, der hat den. Was hat der? Ach, Quatsch. Wow. Ach, die OP-Waffe. Ich dachte erst, das wäre eine coole Kugel vom Gegner, ne? Und hatte schon mit dem Leben abgeschlossen. Ich dachte gerade kurz, du hast extra einen Sprung über den, in das Wasser ganz kurz gemacht, damit ich in meinen Tod springe. Wäre auf jeden Fall lustig. Wäre der Ultra-Troll. Alter, jetzt halt still. Mit den Bluffies! Ich habe ihn mit dem Bluffies hingerichtet. Der Typ mit dem Bogen hat auf jeden Fall ein sehr wichtiges Ziel. Muss Darks Position verraten. Von oben kommt einer. Hab ihn getötet. Achso, ich habe, doch, ich habe meine Fähigkeit. Ich muss, war einfach zu blöd, die einzusetzen. Nein, ich konnte meine Bombe nicht mehr werfen. Aber ich habe die Bluffies noch losschicken können. Ja, das ist ein Sieg. Du jetzt fassen an meine Hand. Nein. Ich bin im Gruff. Komm, gebe ich Gruff die Hand? Schade. Also wie gesagt, wenn du so knapp vom 80. Geburtstag bist, dann ist auch noch in Ordnung. Ja, muss den Shiny nur dran erinnern, weil du 18 wirst oder kurz vor 18 bist oder so. Dann. Ganon war kurz vor 18. Achso. War das klar. Deswegen habe ich bei Ganon gesagt, ja, ist auch noch in Ordnung, wenn du kurz vor 18 bist. Ja, deswegen, irgendeiner hatte das doch. Weil knapp vor 18 ist, habe ich es noch erlaubt. Ich weiß nicht, wie alt Prof ist.
Eine Frage, hat Dexter eigentlich noch die Nächte? Hm? Ist Dexter ja eigentlich noch auf dem Channel? Nö. Er ist irgendwann gelevelt, frag mich nicht warum. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich sag mal so, wenn ich die Legendärrolle vergebe und danach Server geleftet ist, dann kann man damit rechnen, dass man die Rolle nicht ein zweites Mal bekommt. Weil das ist für mich wie, ja, du hast die Rolle abgelehnt. Fand ich an sich ganz... Fand ich komisch. Dexter war ja schon einige Male dabei. Ja, und deswegen fragt mich nicht, wieso. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Aber er bleibt wenigstens... Wieder einfach zwei Sniper campen, ne? Damit da bloß keiner hochkommt. Ich gehe jetzt über die komplette linke Flanke und knall den eine. Natürlich campen die jetzt da. Ja genau, ich schieße ihn an und er kann sich instant bewegen. Oh, da oben gehe ich lieber nicht drauf. Ja, die campen da richtig hardcore. Zwei mit einem Konzentrator. Alter, everyday im Camping. Zwei Shooter habe ich bei mir gehabt. Ja, die campen extremst. Nein, vor die zwei. Jetzt nicht die Sniper, man kann. Ja, aber die gehen mir auf den Sack. Diese Hardcore-Camper. Alter! Ich wurde jetzt. Ey, lass mich in Ruhe, Sniper. Ich habe Verdacht auf einen Wallhack. Übrigens. Tatsächlich. Hä? Okay. Weil die ziehen dahin. Ich habe den Strahl schon gesehen. Bevor ich überhaupt dahin gegangen bin. Und der wartet da auch. Bis ich mich endlich dahin bewege. Oh. Alter, hat er mir eine mitgegeben. Den haben. Ach, der. Ach, ich dachte, das wäre ein beides, diese Pinsel-Sniper. Nee, der eine hat die Bleischuss-Sniper und der andere hat diesen Zetori. Also der hat wirklich dahin geaimt, bevor ich überhaupt dahin gegangen bin. Beziehungsweise genau in dem Moment, wo ich rauskomme, hat er instant dahin geaimt und geschossen. Also da gebe ich einen Verdacht auf einen Wallhack tatsächlich. Kann ich ja bei dir sehen. Nur on stream. Bleib sogar drin. Also wie gesagt, du kannst Kof ja fragen, wie alt er ist, aber er antwortet, das ist eine andere Geschichte. Muss er nicht sagen. Wollte ja nicht die ganze Welt wissen. War jetzt übrigens die letzte Runde für heute, ne? Weil 21 Uhr, ich habe ja gesagt, dafür, dass wir 3 Tage jetzt am Stück machen, ist dafür aber auch nur 2 Stunden. Oder dieser Tag war okay, also. Dafür machen wir aber auch eine Stunde hier Dreifach und eine Stunde normale. Ja, Groff, leider, falls du mal da bist, dann kannst du nicht mitmachen. So, warte, in die Stadt muss ich, das muss ich YouTube zumindest zeigen. Die haben das nämlich nicht gesehen, weil ich nicht so offensichtlich gezeigt habe. Weil da ist jemand in der Stadt, den sieht so auf den ersten Blick nicht, weil normalerweise gammelt er nicht hier. Meinst du Sid? Nein. Direkt hier, wenn du durchkommst, links. Da sitzt nämlich DJ Octario. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ich finde, das ist ein nices Gimmick, dass er hier gammelt und auch in seinem Beat von sich gibt. Ja, den habe ich schon gesehen. Jetzt vielleicht mal ankündigen, aber da... ich dachte, du wusstest das auch, weil da... Ja, ich wusste es auch, aber ich habe es nicht gezeigt. Weil da vorne nämlich dieser direkt der Abstimmungs... Abstimmungsstation ist, so. Für welches Team sich entscheidet. Was denn für das Grand Festival? Hör ich hier auch, wo die große Bühne ist, da oben auf dem Ding auf. Da mache ich meine Abmod. Alter, geil. Ich versuche gerade nur. Da muss ich den wohl noch festhalten. Ja.
Also für heute soll es jetzt wie gesagt auf jeden Fall gewesen sein. Die YouTube-Gemeinschaft sehe ich nach dem Zwischenergebnis wieder. Also nach dem ersten. Diesmal wird es zwei Zwischenergebnisse geben. Also, hey. Ja. Ich weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie gut es heute lief, aber wir sehen es ja hier nach. Euch sehe ich, wie gesagt, nach dem Zwischenergebnis. Bis gleich, YouTube. Guten Abend an der Stelle, oder guten Morgen, je nachdem wann ihr euch das anschaut, und herzlich willkommen zurück zu Splatoon 3, zum aktuellen Grand Festival, wo ich erstmal ein bisschen am Hüpfen bin, um die Musik hinter mir zu feiern. Ich hatte das letzte Mal, also gestern, gar nicht mitbekommen, dass man hier auch so ein paar Aktionen machen kann, wenn man hier oben auf der Bühne steht. Und ich dachte mir generell, warum nicht hier anfangen, wenn wir schon so ein spezielles Festival haben. Ich habe sogar extra so gemacht, dass bei dem Vorschau-Video, was Twitch zumindest hat, dass man nicht das, die Musik von dem Vorschau-Video hört, sondern hier die Splatoon-Lieder sich dann so lange anhören kann. Dass ich das in denen sich auch nochmal speziell mache. Heute weiß ich, dass ich auf jeden Fall den kompletten Tag alleine hier sprechen sitze, weil, ja... Der einzige von den legendären Game-Mitgliedern, der Splatoon hat, ist heute nicht dabei. Hat er mir extra geschrieben. Und ja. Wir haben jetzt hier ein bisschen lang genug Musik gehört. Jetzt können wir in die Lobby gehen. Im Übrigen, das Zwischenergebnis konnte man zwar nicht sehen, weil das wird erst nach dem zweiten tatsächlich erst gezeigt. Aber... Wir haben tatsächlich dieses wunderbare Privileg, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, die Dreifach-Matches auf allen möglichen Maps zu machen. Also heute sind die Dreifach-Matches komplett random. Ich weiß nicht, ob das morgen auch so sein wird, aber desbezüglich würde ich heute mehr die Dreifach-Matches tatsächlich ein bisschen bevorzugen. Nur für den Fall der Fälle. Dass wir heute eventuell nicht nur eine Stunde drei Farbmatches machen, vielleicht sogar eine anderthalb. Sollte es morgen dann aber nicht so sein, dass es speziell war, dann mache ich dasselbe morgen einfach mit den normalen Kämpfen, dass dann die normalen Kämpfe ein bisschen mehr da sind. Naja, jetzt nicht weiter drum herum geredet. Fängt dann gleich auch die erste Runde an. YouTube geht übrigens wie immer. Die erste Runde der einzelnen Tage seht ihr definitiv. Darauf folgend seht ihr nur noch die Win-Runden. Also wir sehen uns dann gleich in der ersten Runde, YouTube. So, erste Runde und natürlich dürfen wir erstmal Verteidiger spielen. Man will eigentlich mehr den Angreifer machen, weil es sich da mehr nach einem Victory anfühlt, wenn man es durchschafft. Weil Angreifer ist in allen Fällen definitiv der härtere Job. Alter, ich bin mit dem Schirm schneller beim Färben als du. Vielleicht nicht einfach nur einen Zentimeter vor dir färben. Ach nee, das ist auch noch die Map. Also jetzt gerade. Ich wollte den Schild setzen. Auch so eine Sache, die ich bei Splatoon nicht so wirklich mag. Wieso hat den keiner abgewehrt? Da stand doch sogar einer neben. Ist das ein komischerweise immer die Bewegungssteuerung komplett nach unten zieht. Mag ich so überhaupt nicht. Im Übrigen, hier auch nochmal an der Stelle will ich jetzt nochmal erwähnen.
warum da so wirklich die Luft raus ist bei dem Spiel, ne? Also erstens, du kannst halt echt keine Runde mehr machen, ohne dass du halt wirklich die Ultra-Tryharder hast. Du hast ja halt echt gut ein gutes Beispiel gerade. Es macht generell weniger Fun, weil wir das ja wirklich sehr, sehr häufig jetzt mittlerweile gespielt haben. Ich bin sowieso nicht so der extreme Shooter-Fanatiker. Also Splatoon ist wirklich so der einzige Shooter, den ich überhaupt mag. Und ich sag mal so, wenn ich hier jedes Mal bei dem Stream hier sitze und mir das Ohr gefühlt weggeschrien wird, das ist für mich auch nur spaßig. Ich weiß, dass ich selber nicht der beste Shooter-Spieler bin, aber ich bin einfach nur hier, um Spaß zu haben. Ist übrigens geil, dass bei uns sogar einer rausgegangen ist. Wie gesagt, ich weiß selber, dass ich nicht so sonderlich gut bin. Aber wie gesagt, ich spiele einfach nur, um Spaß zu haben. Mir ist es jetzt nicht so extrem wichtig zu gewinnen. Solange es Spaß macht, ist ja ganz gut. Aber wie gesagt, es ist halt auch der Teil, dass mir halt jedes Mal hier die Ohren weggebrüht werden. Das nimmt mir dann halt auch mehr oder weniger den Spaß. Und ich habe da Dark auch schon ein paar Mal sogar ermahnt, dass ich ihn eventuell stumm schalte, wenn er nicht damit aufhört. Dass er wirklich mal die Spiele ein bisschen nüchterner sehen soll. Das ist jetzt wirklich übrigens mal ein Front an Dark. Der Tintenschauer sollte hier eigentlich wirklich sehr effektiv sein, weil die einfach viel zu stark fixiert sind auf das Surimi-Signal, obwohl das so wenig Prozente ausmacht. Klar, es gibt einen so eine sichere Zone, wenn man es mal hat, aber gerade gegen Ende sollte man echt das Surimi-Signal ignorieren. Und ich glaube, das hatten wir auch schon in mindestens so 3 Streams besprochen, dass man das ab irgendeinem Punkt echt ignorieren sollte, das scheiß Ding. Weil es einen ab irgendeinem Punkt nichts bringt, das einzusammeln. Das bringt dir nur was, wenn du es innerhalb der ersten 1-2 Minuten einsammelst. Mit Ausnahme, du hast schon eins. Ich glaube, Pink ist gerade ein bisschen mehr aktiv. Ich wollte gerade den Tintenschauer werfen. Ich habe keine Robobombe mitbekommen. Das ist auch so eine Tatsache, warum ich mittlerweile mit Splatoon auch aufhören will. Zumindest mit Splatoon 3, weil das Spiel so einen extremen Desync hat. Das ist schon echt nicht mehr witzig. Ihr habt schon verstanden, dass Fläche hier den Unterschied macht, ne, Leute? Das ist auch so ein Satz, den ich gefühlt jedes Mal gebe. Ich habe keine Tinte. Sonst hätte ich ihn aufgehalten. Nein. Es ist wirklich so mit diesem Surimi-Signal wie mit Motten und Licht, ne? Die sehen das und stürmen da einfach nur hin, wie die Bekloppten. Und ignorieren alles andere.
Ich sag's nochmal an der Stelle, ne, das Yorimi-Signal, das macht echt so wenig Punkte aus. Vor allen Dingen, das erste steht sowieso in einem Bereich, den ihr eigentlich durchgehend am Verteidigen seid. Wodurch das halt noch weniger ausmacht. An der Stelle, es sind nur noch 15 Sekunden, ich ignoriere das Yorimi-Ding. Ich hole mir lieber Prozente. Die sind 100 mal mehr wert als das scheiß Yorimi-Signal. Das Yorimi-Signal, das holt vielleicht maximal 5%, wenn ihr die habt. Konzentriert euch wirklich vor allem gegen Ende nicht auf die Yorimi-Signale, Leute. Also das wird nach dem Splatfest sowieso egal sein, bis irgendwann mal Splatoon 4 kommt. Ich weiß, dass eins geplant ist. Aber dort wird es dann auch die Yorimi-Signale geben. Und wirklich, nochmal als Real Talk, ignoriert dieses scheiß Yorimi-Signal. Das ist wirklich ein Tipp, den ich euch ans Herz lege. Und schon wieder Verteidiger. Ich finde es auf jeden Fall genial, dass man heute tatsächlich eine komplette Randomness bei den Maps hat. Ja, ich wollte halt runter noch kommen. Den Song kenne ich noch nicht. Warum war keiner schnell genug da? Also, ich habe eine Mitschuld, aber... Ich will auch nochmal an der Stelle dann auch sagen, ne? Wir haben auch schon des Öfteren gewonnen, obwohl ein Team sogar zwei Yorimi-Signale hatte. Das zeigt auch nochmal, wie unwichtig dieses Teils ist. Und vor allem, wenn ihr das Ding einsammelt, ihr werdet halt einfach nur zur stillstehenden Zielscheibe. Was erwartest du, wenn du das Ding einsammelst, während einer direkt neben dir steht? Das denke ich mir auch immer. Ich habe das Gefühl, ich weiß, es ist eine Beleidigung, aber... Gefühlt werden die Spieler bei Splatoon immer dümmer und dümmer. Ich muss mal meine Ult mal zur Abwechslung auch werfen. Ah, eine coole Kugel. Ich glaube, hier sehen wir gerade sogar noch mal so ein perfektes Beispiel dafür, dass diese Yorimi-Signale echt wenig ausmachen. Weil ich glaube, wir haben immer noch mit 10% gewonnen. Mit 5%, aber da sieht man es trotzdem. Diese Yorimi-Signale, die machen echt wenig aus.
konzentriert euch wirklich nicht so extremst darauf. Wirklich nur, wenn ihr gerade freie Bahn habt. Und mit einem Schild eventuell sogar absichern könnt. Ansonsten lasst das Signal am besten einfach stehen. Weil ihr verliert mehr, wenn ihr euch nur auf dieses Ding fixiert. Dürft mal wieder Angreifer spielen. Gegenwart und Zukunft, das passt überhaupt nicht. Als Teampartner. Als Pseudo-Teampartner. Fütter den Kameraden da unten nicht auch noch mit Tinte, wenn du siehst, dass er den Integrator nutzt. Sag mal, wurde das Team schon wieder nicht gefühlt aufgehalten? In Grün wird echt gefühlt nicht aufgehalten. Der Witz ist, dass wir trotzdem vorne liegen. Ab und zu werfe ich mal den Detektor, aber gefühlt bringt er nach wie vor nichts. Nee, mit dem Ding lege ich mich nie an. Wie konnte der mich one-hitten? Ich wurde zwar vorher ein bisschen zwar angehittet, aber eigentlich hätte ich genügend dringender Hit haben sollen zu dem Zeitpunkt schon, dass er mich nicht hätte one-hitten können. Das hat kaum Sinn gemacht. So stark ist nämlich ein einzelner Schuss von der Kuli nicht. Dass ihm so hart einen wegklickst. Gefühlt wurde das grüne Team schon wieder nicht aufgehalten, ne? Als ob sie sie einfach haben gewähren lassen. Haben ja trotzdem gewonnen. Ja, auch nochmal wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass das Surimi-Signal kaum was bringt. Du kannst das so schnell wieder wegfärben, was die Dinger machen. Ich habe nicht ein einziges Mal versucht, das Ding einzusammeln. Weil es auf der Map nicht sonderlich viel bringt. Und auch generell recht wenig. Deswegen habe ich gar nicht versucht, das Ding einzusammeln. Und man sieht, genau deswegen hatten wir mehr Prozente. Weil dieses Surimi-Ding kaum was wert ist. Oh, mal 100-Kampf. Unsere Gegner werden jetzt richtig zweiern. Also gesundheitlich geht's mir gut gerade, um die Frage zu beantworten. Motivation geht halt nur flöten, weil heute läuft halt echt überhaupt nicht. Heute ist wirklich ein extremster Wurm drin.
Ich habe jemanden mit den Raketen erwischt. Den Song kenne ich auch nicht, zumindest nicht in der Interpretation. Hier war ein Schirm irgendwo, oder? Nee. Erstmal die Raketen ausmanövriert. Ah, da war ein Schirm, da hätte ich mich drunter stellen können. So viele Prozente, die einfach nicht gefärbt werden, ne? Den Song finde ich gut. Durch einen Kleckser. In den Camper da oben kann ich recht wenig machen. Ich habe den Typen zwar nicht gesehen, aber scheiß drauf. Warum kommt da jetzt einer mit einem aufgeladenen Splatling? Ach, das ist die Nautilus, die kann er sowieso gehalten, aufgeladen halten. Heute läuft echt so schlecht. Ich weiß selber, dass ich nicht der beste Spieler bin. Das darf mir keiner sagen. Aber wir haben den mal 100 Kampf gewonnen. Wenigstens eine gute Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gerade den mal 100 Kampf gewinnen. Habe ich echt nicht mitgerechnet. Wie kommt es, dass ich die meisten Kills hatte? Also meiste Färbefläche war klar, aber meiste Kills. Wie kommt denn das zustande? Ich weiß, dass die Zahl nicht besonders hoch war, aber dennoch der mit den meisten Kills aus dem Team zu sein, obwohl ich eigentlich ein absoluter Lauch in dem Game bin. Ich weiß, dass ich nicht sonderlich gut bin. Das müsste deprimierend für die anderen sein, wenn ich höher bin. Wahrscheinlich, weil die einfach nur nach vorne brechen und einfach durchgehend am Sterben sind. Wenigstens der eine macht's richtig. Nee, lass mal, ich habe keinen Bock heult zu werden.
Aua. Oh, das könnte mal eine gute Runde werden nach langer Zeit. Ich habe gerade nicht aufs Spiel geachtet. Wieso lebe ich noch? Neben mir ist einer geplatzt. Wieso lebe ich? Das müsste eigentlich ein Win sein. Oh, endlich mal eine gute Runde nach langer Zeit. Wie gesagt, wenn die nächste Runde jetzt auch eine Lose-Runde ist, dann habe ich heute wirklich keine Lust mehr, weil dann ist die Motivation einfach raus. Also ich bin zwar nicht so extrem auf Gewinnen fixiert, aber halt hier eine Stunde am Stück nur zu verlieren, ist halt auch nicht geil. Setz mich mal zur Abwechslung hier ganz rechts hin. Und du machst schon die Feinarbeit. Das ist direkt sympathisch, wenn ich sehe, dass jemand mit dem Roller die Feinarbeiten macht. Einmal kurz den aussenden und weiter fern. Mach hier schon, keine Sorge. Da kam einer mit dem Hachsprung durch. Zumindest habe ich meine Bluffies noch schicken können. Gegen die Kuhlkugel kannst du selten was machen. Weil die kannst du ja wirklich ganz genau in die Gegner reinjieten. Ich habe ihn gesehen, aber das ist zu spät. Ich habe ihn nicht getroffen. Oh, wir kriegen ja hinten mal was geschissen heute. Ich muss doch nicht weinend ins Patch gleich.
Endlich auch mal eine gute Runde. Das hat zu lange gedauert. Das war eine recht gute Runde. Eine sehr gute Runde. Du bist sogar ein guter Rollerspieler. Einer, der auch wirklich färbt und nicht einfach nur mit dem Bühnenroller in den Nahkampf geht und hofft, mal zu treffen. Die einfach nur mit dem Dünerroller dann nämlich nach vorne preschen, weil sie den über den Schädel ziehen wollen und das dann nicht geschissen kriegen. Das sind die schlechten Rollerspiele. Du bist einer von den guten. Du bist nämlich am Färben. Du hast, glaube ich, sogar auf Bewegungstempo, kann das sein? Damit du recht schnell färben kannst. Zumindest kommt mir halt so vor, als ob du komplett in Bewegungen reingeskillt hast. Kann mich natürlich auch irren. Ich kann deine Rüstungswerte ja nicht sehen. Okay, ich dachte, du wärst auf Bewegungen halt gegangen mit den Skills. Ja, so irgendwas, das ist so ein Paradebeispiel. Der halt wirklich nur auf, ja, ich hau drauf geht, der eine Rolle spielt da gerade. Das war so ein Paradebeispiel für den schlechten. Ich glaube, das könnte auch eine gute Runde werden. Ich wollte gerade fragen, wieso ich noch lebe. Nee, nicht dahin springen, das wäre tot. Das ist auch so einer der Gründe, warum ich den Kontrablaster mag. Du musst nicht genau treffen. Du kannst auch so gut killen. Oh, ich konnte die Bluffies noch werfen. Ich glaube, die haben... Nee, die sind noch rechtzeitig explodiert. Ja, nochmal Bonuspunkte. Na gut, das soll jetzt aber die letzte Runde gewesen sein für heute. Ich wäre nochmal ganz gut gegen Ende. Gegen Ende nochmal ein paar Runden gewonnen. Mache dafür, dass es nur drei Tage diesmal sind, statt zwei. Nur zwei Stunden, statt der üblichen drei bei den Splatfest. Lief doch gegen Ende nochmal recht gut. Hoffen wir, dass es morgen genauso gut läuft wie jetzt gerade gegen Ende und nicht wieder halbes Ding. Ich beam mich mal eben kurz in die Stadt und stelle mich da oben zu der Tribüne hin. Auf die gute. Für die Abmod.
mag immer noch die Sea Sirens am meisten von den drei Splatcasts. Wintercool ist auch nice. So, hier oben wollte ich mich hinpflanzen. Einen Moment. Perfekt. Ja, für heute soll es das jetzt an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. YouTube sehe ich nach dem Zwischenergebnis wieder. Ich lade das ja später auch noch auf YouTube hoch. Also, euch sage ich einfach bis gleich. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zum größten Festival von Splatoon 3, zurück zum Grand Festival. Erstmal hier eine schöne, eine richtig geile Musik genießen, hier bevor es richtig losgeht. Wie es sich gehört. Ne, ohne Witz, was ich jetzt hier die ganze Zeit vorher hören konnte, fand ich wirklich richtig nice. Oh, gestern lief nicht so gut. Hallo X-Creed. Hoffen wir, dass es heute besser läuft. YouTube hat das Zwischenergebnis ja schon gesehen. Ich genieße nach wie vor die schöne Musik da vorne. Die singen gerade nonstop. Ich gehe jetzt jedenfalls gerade in die Lobby. Ja. Wir fangen gleich wieder mit den drei Farbkämpfen an. Wie gesagt, gestern lief es nicht ganz so gut. Wir hoffen mal, dass es heute besser läuft. Mein Schreihals ist auch schon im Call, mit dem ich gleich hier ein paar Runden bestreiten kann. Mit ihm mal ja die drei Farbkämpfe zusammen und dann später kommen noch die normalen Kämpfe. Hoffen wir einfach wirklich, dass es heute besser läuft. Und du kannst jetzt ruhig mitreden. Ich muss dich nur hier stellen. So, jetzt kann man dich auch hören. Ich glaube, er ist AFK gegangen. So, jetzt habe ich wieder einen Stream, den ich wo ich zensieren muss. sagen wir mal so, das schneidest du sowieso raus. Da kommen ja nur die Runden rein. Ich sag, das bezog sich auf den ganzen Stream. So, kannst reinkommen. Ah, für gestern musst du ja nicht schneiden. Gestern wird auch nicht viel im Video wahrscheinlich übrig bleiben. Ich wollte das denn. Also hast du wirklich keine Dreifahrrunde gewonnen und so? Ich habe ein paar Runden gewonnen, aber sagen wir mal so, es waren so wenig Kämpfe, die wir siegreich bestritten haben. Also so gesehen nur eine Handvoll, oder? Gegen 21 Uhr, also in einer Stunde. Wir gehen die normalen Kämpfe. Glaub mir, es lief gestern wirklich nicht sonderlich gut. Ja, wie gesagt, ich war gestern nicht da, weil ich halt noch was anderes mit anderen Kollegen... Ist nicht weiter wichtig.
Genau. Ich habe jetzt gerade nur darauf gewartet, dass du endlich mal reinkommst. So. So, für heute gibt es sogar eine ganz spezielle Map, die es bei den Big Ones offenbar schon gab, aber die habe ich nie gesehen. Ich guck gerade, mit welcher Waffe ich an den Start gehe. Also das ist das offiziell letzte Splatfest. Ja, das ist das offiziell letzte Splatfest von Splatoon 3. Also das hier ist auch definitiv der letzte Splatoon 3-Stream, den ich mache. Die Betonung nicht auf Splatoon 3. Wenn Splatoon 4 kommt, da schaue ich dann natürlich wieder rein. Aber von Splatoon 3 habe ich nach dem Stream dann wirklich die Nase erstmal voll. Ich habe die Gründe davon für schon ein paar Mal genannt bei anderen Streams und auch gestern habe ich die gut aufgezählt. Ich gar nicht. Ja gut, ich muss mit den Stream vielleicht nochmal reinziehen oder so. Keine Sorge, haben nicht über dich gelästert. Gab's noch Clips zum Schneiden oder irgendwie was? Das Clip würdig war? Nein. Okay. Nee, was? Das ja, das Nein klang so ein bisschen sehr verdächtig. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, so, erste Runde des Abends. Wir sind mal wieder Verteidiger. Aber wenigstens sehen wir die neue Map direkt. Danke fürs Abo. Ja, das ist ein Fortlauf. Abo von damals. Sind wir doch Angreifer? Und ich kann nur nicht richtig lesen. Ne, wir sind Verteidiger, definitiv. Wir sind die Verteidiger. Okay, neue Map. Oh, eine neue Interpretation von meinem Lieblings-Soundtrack von dem Spiel. Ich habe das Spiel mal schnell ein bisschen lauter gemacht. Oh mein Gott, ich habe die Klecksformel nicht gesehen. Ich habe da übrigens beim letzten Stream drüber geredet, dass das Surimi-Signal eigentlich so ziemlich egal ist, das einzusammeln. Weil, ja, gestern hatten wir beispielsweise eine Runde, da hatte ein Team zwei von den Dinger eingesammelt und wir haben trotzdem am Ende mit 10% mehr gewonnen. Alter! Da unten, da kommt ein Tyrann. Die neue Map gefällt mir auf jeden Fall schon, ne? Oh mein Gott. Ja, okay. Das ist okay. Also ich da kommt einer von hinten. Der hält sich ja zumindest gut auf. Also diesmal seid ihr ja wirklich. Dark, das Spiel hängt nicht nur von dir ab. Nein, ich bin auch. Keine Sorge. Also ihr seid auch. Also ich bin glücklich über das Team. Also ihr macht eine gute Arbeit, so meine ich. Ich bin auch hier zufrieden momentan. In der Mitte bei uns, wo wir runtergekommen sind. Da kommt gerade einer hoch bei euch. Inferno. Kam da nicht mehr weg. Oh oh, das ist. Nein! Okay, das hast du gut gemacht, Charlie. Da ist einer in der Mitte. Doppelt sogar. Hab ich. Wo ist der hin, der Typ? Ich sehe fast durchgehend nur Tinfernus, ne? Oh, das könnte eine Map sein, wo es als Angreifer richtig räudig wird. Ja. Oh, und es sieht aber ganz gut aus. Ja, als Verteidiger hast du hier definitiv wesentlich leichteres Spiel, definitiv, das sieht man von Anfang an.
Klappe war erst, auch Gofolo, ich kenne das. Ersten zwei direkt Disconnects bei den Gegnern, das war auch einer der Gründe, warum ich mit Splatoon 3 heute abschließe. Weil mich, weil das ist einfach so nervig. Oh, das, also wo wir jetzt gespielt haben, Freitag, da war ja nicht einmal wirklich Disconnect. Guck dir den gestrigen Stream nochmal an. Also wirklich so oft? Disconnects, Loose-Runden. Mein linker Control hat sich gerade disconnected. Und ich wusste schon von vornherein, als wir das zum ersten Mal zusammen gespielt haben. Ich wusste, dass das scheiße war und dass das Internet das Problem sein wird, weil ich schon Domtendo kenne. Domtendo hat auch mal diese Let's Play-Reihe gemacht, dass er online spielt mit anderen und es hat durchgehend geruckelt. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht out of context schneide. Falls die Runde eine Win-Runde ist. Ja, bei Mario Maker, ich persönlich fand es einfach nur deswegen nervig, dass ich das und hab's deswegen auch nicht mehr gemacht. Weil mir die Level einfach viel zu sehr erstens skill-lastig wurden, dass du halt wirklich diese Skillsprünge alle drauf haben musstest. Ja, wie zum Beispiel diese Scale-Jumps. Ja, wollte ich gerade sagen, Shelter, aber den kann ich teilweise sogar. Oder diese Spring Jumps kann ich nicht. Da bin ich überhaupt voll. Die unter anderem und halt das so gefühlt mindestens 95% der Maps einfach alles nur Speedrun Maps sind. Das hat mich dann auch noch gestört. Lol, ich hab den wirklich getötet? Lol, was? Hä? Alter, wie lange geht meine Heuboje denn? Na gut, ich hab doppelt, ne? Ich hab keine Tinte gerade. Boah, der Hund. Oh, ich hab gar nicht. Ich hab das nicht gehört, das Ding. Ist eh unwichtig. Ja gut. Der erste ist nicht so schlimm. Der dachte auch, man sieht ihn nicht. Jetzt hab ich den Roller endlich getötet, ey. Das hätte nur eine halbe Stunde gedauert, ey. Einer kommt von links gleich. Mit einem Sprenkler. Glaube ich, bleib über da oben. Vor allen Dingen, was die Surimi-Dinger angeht, noch zusätzlich, wenn du da einen so einen Sprinkler hinsetzt, dann kannst du die Dinger generell unwirksam machen. Weil die machen die Sprinkler nicht kaputt und der Sprinkler färbt einfach genau dasselbe ein wie das Surimi-Ding. Alter, das war ja ein Rentner, der Typ. Also unser Fokus sollte bei Violett liegen, deutlich stärker. Ja, der Fokus sollte bei Violett liegen, deutlich stärker. Wurde gerade von Grün von hinten umgebracht. Ich färbe jetzt mal nichts. Ich habe keine Tinte mehr. Gut. Ich habe mich aber nur bedeckt gehalten. Also Violett darf ich nicht bekommen, auch wenn die nicht so... Da ist übrigens einer von Violett gerade in der Mitte. Und ich habe beide Violetten getötet. Wichtig. Ich versuche immer noch eine gute Waffe für die Map zu finden. Der Wandschopper ist jetzt auch nicht so krass für die Map. Es geht. Okay, nur noch bei Violett einfärben. Die anderen beiden sind tot und... Nicht, dass das wirklich einen großen Unterschied gemacht hätte. Ja doch, aber wenn beide... An dem Punkt, guck dir mal die Punktzahl an. Weiß ich, wie hieß die Farbe? Türkis. Türkis heißt die Farbe. Meinst du, an dem Punkt hätte es noch irgendeinen Unterschied gemacht? Wenn Violett uns weggerackt hätte, dann nicht unwahrscheinlich. Also ich sag nur, das sind immer so deine typischen Zitate. In 10 Sekunden kann sich alles noch ändern. Ja, kann es auch. Ja, guck, also. Aber die waren eh wie Motten vom Licht von diesem Surimi-Signal hypnotisiert. Deswegen hatten wir eh leichteres Spiel. Das ist fast Dixon Rang up.
In Gruffalo bestätigt es auch nochmal, dass er mir recht gibt. In der ersten Hälfte beide Surimi-Dinger und trotzdem verloren. Ich sag's immer und immer wieder. Diese Surimi-Signale, die sind nix wert. Ich bin tot. Hm? Alter, die können Klecksbomben werfen. Hä? Achso, du kämpfst gegen den Roboter. Ja, die können Klecksbomben werfen. Natürlich! Wenn du den auf einmal machst, dann wehrt er sich. Ja, aber Klecksbomben kann der werfen. Ich dachte gerade, hä, ist der ohne mich in der Runde gegangen, obwohl der hier in meiner Lobby ist? Nee. das Trainingsteil, das kann Klecksbomben werfen. Das wusste ich nicht. Also, das ist erstaunlich. Ich glaube, das kann keine Ulti dann einsetzen. Du generell gegen den Robo gestorben bist. Ja, ich wollte noch austesten. Ich bin schon ein paar Mal durch den gestorben. Aber ich wollte nur austesten, wie viel Schaden der macht. In der Mitte ist einer übrigens bei uns unten. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er den Fächerfärber. Also diesen Pinsel, der so übelst Schaden drückt. Okay, da oben ist er nicht mehr. Boah, okay, der wollte dich. Hab ihn! Direkt da oben an der Kante steht aber noch jemand. Ja, ich kann ihn leider nicht erreichen. Auf den Pinseltypen! Ich trau mich wirklich nie da drauf, ne? Was hat er sich denn erhofft? Er sieht, dass die Robobombe in ihm drin steht und er sammelt das Ding trotzdem auf. Ich sag ja, wie eine Motte mit dem Licht, ne? Scheiß drauf, dass du gerade am Sterben bist. Hauptsache, du kannst das Ding hochheben. Jawohl! Aber oh, der hatte High Ground. Und er hatte eine Waffe, die auf Ziese schießen konnte. Wird ich definitiv. Ja, ein Doppler. Mit dem Doppler habe ich als Gegner immer irgendwie Probleme, wenn sie das mit dem ausweichen können. Junge, was war das denn? Der ist ein Krempelter! Warum wurden die jetzt nicht aufgehalten? Weißt du, das war's wieder alle gegen uns. Stimmt, mit dem Fächerfärber könnte man das da oben ganz gut verteidigen. Ich hab eine Klecksbombe geworfen und vertrunken. Kommst du her? Was willst du von mir? Einsammeln. Was? Oh, hier bitte. Jetzt nicht sterben. Gott sei Dank, wir haben gewonnen. Also mir war Färben in den letzten Sekunden eigentlich wichtiger, ne? Und der war links von oben safe. Außerdem von oben konnte ich noch schön schießen. Wie lange hat es jetzt gedauert, bis wir endlich mal eine Win-Runde hatten? Lass ja, uns so lieber nicht drüber reden, ne? Ja, vier Runden bestimmt, ne? Oder? Ja, aber komm, ganz ehrlich, das schneidest du sowieso komplett raus da. Solange es in der Anmod war, nein. Es war doch nicht in der Anmod, oder? Das ist die Zukunftsscheinung und der sich aufricht und jeden Faustschlag schickt. Es war doch nicht in der Anmod, ey. Erst als du dich entmutet hast, wo du mich begrüßt hast. Aber das ist ja eigentlich völlig egal, ob du mich begrüßt. Kannst ja für dich selber entscheiden. Ich weiß ja nicht, wie das damals war in den anderen Splatoon-Videos. So. Und wir sind Verteidiger. Wir haben eine hohe Chance zu gewinnen. Ja, weil wir halt auch
prinzipiell mehr Fläche zum Einfärben haben auf unserem Weg als die anderen Teams. Ich dachte, wie gesagt, nur potenziell, also nicht zwangsläufig. Die Mitte kannst du eigentlich erstmal ignorieren, da im Verlauf des Matches färbst du da so oder so. Ich hatte ihn gekillt. Ich wollte eigentlich auch eine Robobombe hochwerfen, aber ich habe sie doof geworfen und sie ist abgeprallt. Get aim! Get aim! Ja klar, dann hat das nicht geklappt. Der gerade mit diesem Jetpack rumgeschwören ist, der hat die ganze Zeit auf mich geschossen und nicht mal ansatzweise getroffen. Danke. Entschuldigung, aber dieser kleine Scheiß-Block war im Weg. Und danke, war Jens gemeint. Hört ihn! Natürlich vernichte ich die Motte, die davon schon wieder angezogen wurde. Und einfach einen Trick drauf gegeben hat, dass wir daneben standen. Natürlich mache ich den dann einfach weg. Ich habe gerade 3 hintereinander gekillt. Der Gigasprinkler hat mich getötet. Ich wurde ja noch nie von denen getötet. In der Mitte ist einer. Ich kam nicht rechtzeitig hoch. Ja, ich war schon tot. Alter, diese Bomben, ey. Das erinnert mich irgendwie an... Ich sag's lieber nicht. Ich habe andere Probleme. Ja, genau mit dem. Mit dem 3R-Shopper-Typen hatte ich gerade Probleme. Ja, ich habe ihn getötet. Okay, ich habe... Also, grün ist ausgeschaltet. Mann, diese scheiß Feuerkrachen, die nerven doch. Das ist der Sinn von denen. Dieser verdammte Drecksturm. Wie kann ich noch leben? Ohne Witz, wie konnte ich noch leben? Wenn du sie umbringst, einer von den Jumps geht weg. Okay, wir haben das verloren. Safe. Was für Safe? Das, was für Safe? Wir haben das verloren. Mann, bist du ein Pessimist. Da ist eine Auszeichnung, die ich nicht haben will. Ich will nicht erster Abschuss sein. Die komplette Mitte war einfach völlig. Ja, das siehst du, das hast du nochmal, wie unwichtig diese Surimi-Dinger sind. Das hast du es nochmal. Jetzt wird hier richtig reingeballert. Ich würde gerade ein ganz anderes Wort wählen, aber. Vom Prinzip her du kannst Wörter, die mit spritzig zu tun haben, ruhig nutzen, weil sie eigentlich sehr gut zu dem Spiel passen. Es ist ein Wort mit W. Das hier wäre übrigens eine Map, wo ich gesagt hätte, als Angreifer hast du es hier echt angenehm. Also, dass das zumindest eine Map ist, wo sich das Surimi-Signal lohnen würde, weil du hier einen sehr weiten Weg hast, dass das abdecken würde. Hier lohnt sich das, weil es zumindest eine gute Abwehr ist. Es fühlt sich geil an, wieder einen Airbrush zu spielen, ey, ohne Witz. Ey, kann man da nicht mehr hoch? Was denn? Wo? Einer von oben hat eine Kugel zu mir geworfen. Alter, was zum... Nein, aus. Böser Tag. Nein. Du gehst mir nicht zu zensieren. Ich habe das verbotene Wort nicht gesagt. Ja, weil ich ausgesagt habe. Nee, habe ich schon vorher gesagt. Aber Tag. Ein gesunder Mensch. Aber Tags gehen mir nichts zum zensieren. Oh mein Gott, habe ich veraimt. Okay, der hat in der Galgon, also hätte ihn nicht gewonnen. Galgon gegen Airbrush, ganz gleich einfach mit Airbrush. Ich
habe überlebt. Ich habe noch mal überlebt. Aua. Hier in der rechten Seite kommt einer mit einem Profiklexer hoch. Warum standen dich da allein? Dark, ich muss dich verraten, komm! Ja, bitte! Ach nee, ich hab den falschen angeaimt. Da kommt einer unten hoch gerade. Von der Seite. Ah, der hat eine viel höhere Reichweite als ich. Beide Seiten, von der rechten Seite kommt gerade einer hoch. Kann der hier steht da zu dritt, da kann ich durch jeden hüpfen. Wie wenig? Ich hab vorgeschwächt, jetzt seid ihr dran. Oh, Gott sei Dank. Danke. Der Titel gestorben, wäre ehrlich geweint. Ich bin halt richtig gut. Ich nicht. Aber das ist nichts Neues. Ich kenne mein Skill-Level, okay? Doch, ich hab die Galgonen noch gekillt. Wenn ich selber drauf gegangen bin. Hat sich gelohnt. Für die Galgonen zu sterben, auf jeden Fall. Okay. Sollten das eigentlich gewonnen haben. Ja. Nach einer Stunde drei Verbluses. Die Zahl da unten kam nicht auf die 100. So, du stehst neben mir. Pfote her. Nein. Pfote her. Ich zeig dir den Mittelfinger. Nein, du hast mich eine Nachricht wieder geschickt, oder? Let me touch him. Ah, on my way to hell. Jetzt habe ich ja nicht mal. Jetzt ist er sogar da. Du sollst meine Hand anfassen. Nee, kann ich AFK gehen? Ich kann gerne was anderes anfangen. Oh, etwa meine Nase? Ich hab an deinen Fingern gedacht, aber... deinen schönen Nägel. Ich dachte an meine Nase, weil du darin bohren willst. Nee. Den Schmutz kannst du dir selber aus den Nasen saugen. Das waren wir nicht gewettet. Und schon habe ich es geschafft, wieder jemanden zu verstören. Perfekt. Mission erfüllt. Oh, scheiße, der Hund ist... Ich helfe dir von hier unten, ich sehe ihn nur nicht. Wie dämlich der Typ ist! Der hat einfach mein Sprinkler erst angegriffen und nicht mich. Oh, ich habe eine gute Position für den Sprinkler gefunden. Guck mal da, bei ihm hinten den vorne rechts. Oh, scheiße! Oh, ich habe ihn erwischt. Ich bin in sein Schild rein. Guck mal da vorne. Oh Scheiß! Oh, kam der jetzt dahin? Der hat sich richtig ekelhaft angeschlichen. Können die denn bitte jetzt auf einmal wieder führen? Nein! Ja. Aua. Sieht's mit der Heimatfront aus? Nicht gut. Irgendwer hat hier hinten gefärbt. Aber nicht von unserem Team.
Nee, ich hab keinen Bock auf Sterben. Ich hab zwei Gegner getötet, da muss er. Ich hab ihn mitgenommen! Da muss es doch bestimmt drin sein. Ja, jetzt. Ich komm zu euch! Oh, easy. Ah, warum spiele ich die Airbrush nicht immer, ey? Ich hab da solche geilen Runden mit. Ich glaube, ich bin einmal gestorben? Doch, einmal bin ich gestorben. Das war sogar der Moment, wo wir komischerweise einmal sogar fast verloren hätten. Ach, mit dem gibst du, aber mir nicht! Ja, ich hab dir nicht die Hand gegeben! Aber den Random gibst du die Hand, ja, ich verstehe schon. Ja, genau so. Das Gute ist, sie hat auch eine gute Streuung. Das ist eigentlich die ultimative Nahkampfwaffe. Ja, ach nee. Also wenn du ganz nah an jemanden drankommst, der hat keine Chance zu überleben. Du hast den so schnell weggereckt. Aber mit der kannst du halt wirklich fast genauso gut färben, also so genau färben wie mit einem Roller. Ich finde die sogar viel besser von den Punkten her zu färben. Ja, aber dann wären wir ein Schwitzer-Team. Wenn wir alle Airbrush nehmen würden. Ja, dann mach das doch. Wir haben immer noch den Roger, der nicht weiß, wie man eine Rolle anständig nutzt. Wenn du ein bisschen Videomaterial möchtest, nutzt die Airbrush. Ganz einfach. Ich mach das jetzt, weil ich keinen anderen sehe, sonst zu gewinnen hier. Ja, was glaubst du, warum ich auch gesagt habe, der Schwitzerpunkt ist so auch einer der Punkte. Warum ist der eine Typ wieder gestorben, ey, Junge? Ja, weil er denkt, mit einem Roller geht man in den Nahkampf. Der Typ ist ein reiner Debuff, ey. Sollen wir gleich einmal kurz aus der Lobby rausgehen, damit der Safe aus unserem Team fliegt? Der hofft, glaube ich, wirklich einfach nur darauf, dass wir ihn carryen. Glaube auch. Der hat nämlich nicht verstanden, dass man sich mit einem Roller dazu verpflichtet zu färben und nicht, dass man versucht, auf die Gegner einzuschlagen. Also mit der Airbrush hast du eigentlich keine andere Wahl, als die Leute umzubringen. Ich meine nicht die Airbrush, ich meine mit unser scheiß Rollerkamerad hier. Der glaubt, dass man mit einem Roller einfach nur die ganze Zeit den Nahkampf versucht. Wer kommt? Wer will noch? Mit den Doppler-Typen habe ich nach wie vor Probleme. Also ich weiß nicht, was für dein Problem ist, aber... Mit einem Roller gehst du nicht in den Nahkampf, du verpflichtest dich zum Base-Färben. Leider eine Waffe, die mehr Reichweite hat. Wir hätten aber auch einen Nachteil, würden wir alle Airbrush nehmen. Keiner von uns hätte Reichweite. Keiner. Das wäre mir in dem Sinne egal. Und drei Leute gekillt, komm, die letzte will ich auch noch haben. Ja, und den letzten habe ich auch. Ach, easy. Wenn wir verlieren, also dann fress ich ein Besen. Obwohl das leider sehr wahrscheinlich ist, weil... Jetzt habe ich zwei umgebracht. Alter, der gibt mir... Oh, mit der Tintendüse. Ich hasse die Waffe. Bring ihn bitte um. Hab ich nicht. Er hat mich. Oh, bist du unfähig. Hey. Du auch. Du bist auch dran gestorben. Ja, der hat mich jetzt zum... Bin jetzt zum ersten Mal gestorben. Ich darf sterben. Nein. Doch. Das halte ich für ein Gerücht. Das war jetzt mein zweiter KO. Meiner. Ich habe aber zwei mitgenommen. Das darf ich also. Wenn ich mir gleich die Stats von dem Flexroller ansehe, dann werde ich wieder... Mit dem gerade mit dem Flexroller verpflichtest du dich eigentlich zum Base-Färben. Weil dann machst du es so, du färbst die Base und schießt die ganze Zeit Raketen. Der soll echt eine andere Waffe nehmen. Der soll komplett verschwinden. Ja, dafür können wir sorgen. Aber mit einem Roller gehst du nicht in den Nahkampf. Kuff, gibst wenigstens du mir die Hand.
Ich meine, die Secondary ja. War jetzt nicht so geil. Ja, der Torpedo. Also diese Sprudelbombe. Ich finde sie okay, aber ich nutze sie persönlich fast gar nicht. Ich, den Sprinkler, den mag ich. Den kannst du irgendwo hinhängen und der färbt für dich ein bisschen. Und ja, abgesehen der Sprinkler, den nutze ich natürlich auch. Ist auch mit einer der stärkeren. Dr. Waffle. Jetzt habe ich Bock auf eine Waffel. Klar, so eine Tintenball ist mit Abstand eigentlich am stärksten. Wenn man dann noch irgendwie Sekundärverbrauch hat, also geringen Verbrauch, dann kann der Gegner sich warm anziehen. Sagen wir es mal so. Rainbow Color Incantation heißt der Song, habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Lass mich raten, wir kämpfen gegen unser eigenes Team. Ja, wahrscheinlich. Weil diese Farbe. Weil die passt hier nicht. Obwohl unser Team in originalgrün ist. Fresco oder wie? Sprinkler Fresco, ist egal. Easy. Zwei Kills. Ich bin da. Ich bin moralisch da. Ich hab jemanden gekillt, ich hab die Waffe. Ich hab ihn eine gewaffelt. Oh, jetzt hat der Typ mich wirklich noch erwischt mit dem Bogen. Ah, dann ist es halt ein Doppelkill. Der mit dem Bogen ist bis jetzt der einzig. Da kam mit dem Pinsel einer von hinten. Der einzige Typ, der wirklich gefährlich ist. Ja, die Pinseltypen sind. Ich bin genau in den Sprinkler reingelaufen. Ja. Alter, deinstallier mich. Dann habt ihr eine Chance. Ich bin diese Runde kompletter Müll. Geht diesmal ab dich so ein bisschen da. Alter! Ich bin da. Jetzt weiß ich, dass du da bist. Ja, das ist aber auch schon alles. Wenn du gleich meine Wertung siehst, dann schreist du. Soll ich dir jetzt schreiben? Ich hab die gut aufgehalten. Jetzt müsst ihr aber wirklich was machen. Ich nicht. Ich liefer gar nicht ab. Ich sterbe gefühlt alle 20 Sekunden die Runde. Ja, kann sehr knapp werden. Kann wirklich. Ja. Ja, ich hatte darauf keinerlei Einfluss. Ich war da. Ja, dann geh dich vergraben. Grof hat gesagt, er schließt sich dem an. Ich gebe dir jetzt nicht die Hand, Gott sei Dank. Denn ich bin voll der Hammer, ey. Ich gehe einfach nur in meine Ecke und fein. Wäre eine Option, aber ich möchte, dass du spielst. Wenn du deine Nachrichten gucken würdest, dann wüsstest du, was ich meine. Dann hättest du den Witz noch ein bisschen besser verstanden. Ich brauche hier nichts verstehen. Das Einzige, was ich verstehen brauche, ist. Ich brauche eine Waffe und sie soll schön mit Tinte geladen sein. Ob die aus unseren eigenen Körpern rauskam? Wir sind immerhin Tintenfische. Was kam aus all unseren Körpern raus? Die Tinte, mit denen wir schießen. Kamen die eigentlich aus unseren Körpern raus, weil wir sind Tintenfische? Vom Prinzip her.
Ja, wenn man es so betrachtet, das ist nicht unwahrscheinlich. Dann kriegt das alles schon wieder einen sexuellen Hintergrund. Und schon darf ich zum Honey Jail. Wir gehen da mal hin. Ich hab den Hammertypen. Haben die eine Fernkampfwaffe? Nee, die haben nur Nahkampf. Ah gut, der nee, das sind 3 Erschwaffe, oder? Ich glaube ja. Er hat auch nicht verstanden, wie man das Ding eigentlich nutzt. Ich muss dich verraten. Der wird direkt überfahren mit dem Hammer. Das geht natürlich auch. Wie gesagt, die Airbrush MG mag ich an sich auch. Also ich hab nichts gegen der. Ich wollte dir helfen, komm. Brauchst du nicht. Den Schwapper-Typen musst du nur einmal hitten. Der kommt gerade hinter dir hoch. Ja. Den hatte ich nämlich einmal direkt und einmal im Peripher getroffen. Das heißt, er hatte mindestens 90 Damage auf sich. Na? Mit dem Contra-Blaster kann ich wenigstens umgehen. Da muss ich mich dann nicht desalieren gehen. Der Typ hat mit dem Carbonroller wollte noch was schaffen. Das war wohl nichts. Nein, ich wollte noch die Bluffies voll kriegen. Ja, sagen wir mal so. Das war eine Dominanz. Pfote her. Ich hab keinen Pilz in der Hand, also fass sie an. Nein. Du bist neben mir, fass sie an. Nein. Dann wenn dann von Exlo, bitte. Ich hau dir meine Hand durchs Gesicht. Ich schau dich aber an, also ich gehe in deine Richtung. Weil wenn nächste Woche Shellshock ist, weil ich wollte nächste Woche, wie gesagt, wieder zurück. Zum Trautenheim. Und wenn du dann Killing Floor spielst, dann passt es halt, dann verpasse ich nicht wieder einen Shellshock-Abend, weil das ist immer so kacke, finde ich. Naja, der eine Shellshock-Abend ist ja ausgefallen für das Splatfest hier. Ja, eben. Aber in das Grand Festival ist ja auch was Besonderes. Ja, das Grand Festival ist besonders. Ist ja 3 Tage und nicht nur 2. Alter, ich war nicht so gut, aber er war auch nicht sonderlich stark. Töte ihn bitte. Hab ihn. Und den, der sich da hingeportet hat zu ihm, habe ich auch direkt hingerichtet. Tja, der Tinferno, ne? Der war. Ja, das war ein nicht so gut mit dem Highhammer. Aber es hat gereicht. Aber wie gesagt, Airbrush ist genau das, was ich zeigen gleich. Oh, wer auch immer das Inferno geworfen hat, danke. Ist kein hinter mir? Nein. Hallo, warum habe ich den Kill nicht bekommen? Das war meiner. Wie gesagt, Erbe brauchst du halt 5 Schüsse, ne? Also... Ja, aber du triffst halt so schnell. Da ist keiner. Nicht mehr. Das war
sehe diesen Stempel einfach zu oft. Oh, mir hat da jemand geholfen. Was lässt? Ich habe den Grob mal umgenietet. Und jetzt muss ich dich verraten. Meiner. Den kannst du ruhig haben. Ein Freekill, ich brauche keine Freekill. Ich habe einmal was erreicht. Also jemand muss halt immer am besten den Vorsprung kontrollieren, die Anhöhe. Die Anhöhe ist an sich das Wichtigste. Ich habe erstmal den umgenietet, der bei uns in die Base reinmarschieren wollte. Und dachte, er könnte da einfach alleine färben, ohne dass einer mitbekommt. Ist das noch einer gespawnt? Sogar gleich zwei. Aber egal, ich habe den einen gekillt. Einer ist jetzt zwar durch die Basis gekommen, aber der sollte keinen Einfluss mehr haben. Nächstens gegen Ende läuft es nochmal gut. Ja, weil ich auf die Airbrush gewechselt habe. Genau 60! Oh. Oh, Gott sei Dank. Das sah aus, als würden wir uns gleich die Hand geben, ey. Oh. Du machst mich traurig. 9 Kills hab ich und du gibst mir trotzdem nicht die Hand dafür. Ich habe ihm ein Gift geschickt, wo ich erst in der Ecke gegangen bin und wo ich dann traurig in der Ecke sitze und von Sachen beworfen werde. Ist so ein Arsch. Das macht doch wirklich richtig gut gerade, das Gift, ey. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, ey. Ach, warte mal ab, nächsten... Da hießen zwei Gegner Pfanne. Also wenn die nicht in einem Call sitzen... Pfanne ja. Und dann nochmal Pfanne, Komma, S. Oh, wenn jemand löscht, dann geht Löschdoppler. Die haben zwei denselben Namen. Ich gehe davon aus, dass es beide die sind. Ja, Löschdoppler mag ich nicht gerne antreten. Auch so eine Waffe. Haben so eine riesige Reichweite. Die schießen aber sehr genau auch. Okay, das sind einer war ein Stürmer. Wie gesagt, die einzige Waffe, die ich am meisten hasse, ist tatsächlich der Fernblaster. Na gut, wenn Extra da unten fährt, dann lasse ich ihn da mal. Das war ein Fehler, mein Freund. Ich habe jemanden mit den Bluffies hingerichtet. Ich habe nur gewartet, dass er in meinen Schuss reinläuft. Den habe ich vorgeschwächt. Lol. Das sind übrigens keine Lösch, das sind MP-Reflex-Doppler. Das sind keine Lösch. Die Lösch-Doppler haben eine wesentlich höhere Reichweite. Ja, Ach so, das sind diese. Das sind die Billigdinger. Ja. Auch schlecht sind die auch nicht. Mitte immer schön färben. Hinter dir, ne? Was für hinter mir? Das war schlecht, mein Freund. Den Versteckschirm. Achtung, Grof meint den Undercover und versucht er mal gerade. Ah, der eine, scheiße, der eine kann jetzt sehr gut gedockert sein, dann wer auch immer den gekillt hat da oben. Hast du den da oben gerade gekillt, Shining? Ich habe Pfanne gerade umgenietet. War das der, der da oben war oder unten? Weiß ich nicht. Achte da nicht drauf. Maximal komisch. Warte, ist jemand durchgekommen? Scheiße, da ist jemand durchgekommen! Ist sie erledigt? Hab ihn! Hab den nächsten! Hab drei!
Endlich sehe ich auch mal Kills von dir. Was soll das denn heißen? Ich liefe schon die ganze Zeit ab und du würdigst das nicht mal ansatzweise. Ja, ich sehe das zu selten. Ich achte halt nur auf meine Kills gerade, weil... Also mit der Airbrush habe ich so einen riesen Spaß, ich könnte damit den ganzen Tag spielen. Es ist unglaublich, wie viel Spaß ich mit der Waffe habe, ey. Ich stand in deren Base. Ja eben, also ich habe so einen Spaß mit der Waffe. Erster Platz Teamstart und Gegnerstart. Ich habe beide Starts am meisten gefärbt. Los, her damit! Stimmt, bei jedem Sieg ist die Gefahr, dass ich dir die Hand gebe. Das ist natürlich der einzige. Was für eine Gefahr! Ja. Oh, das ist 10-2, nicht schlecht. Irgendwann nehme ich das persönlich, dass du meine Hand nicht anfassen willst. Glaube ich auch inzwischen ihm geworden worden. So, einmal in die Stadt. Beleidigt. Ja, klar, das. Ich hatte mich ja auch nur auf den Anfang, auf den Anfangsstream bezogen. Da habe ich wirklich gar nicht geschimpft. Ich gehe nämlich zu meiner Abmod. Bei den Dreifachkämpfen blieb ich doch ruhig. Also da kannst du jetzt nicht sagen, dass ich da geschrien habe. Geschimpft, nicht geschrien. Ja, geschrien. Ah, bei mir stehst du hier übrigens gerade in diesem Gang, ne? Ach wirklich? Mhm. Oh, wie cool. Du stehst da, du stehst bei diesem Spitzegang, hm? Kannst du hier anklicken. Ich kann eine Ausrüstung bestellen. Ja. Warum sollte ich das tun? Ich will nicht so hässlich aussehen wie du. Einmal darf ich auch gemein sein. Okay, fair, ich sehe einen Tritonskampf, alles klar. Ja, den hatte ich auch. Ich weiß nicht, was dir der Tritonskampf bringt. Kriegst einen Tritonsohn. Jetzt muss ich vor allem ruhig bleiben, ey. Jetzt, weil du jetzt eine Abmob machst. Ich kann mir auch auf stumm und taub stellen. Achso, ja, das geht natürlich auch. Vorher. So, perfekt. Ein Moment. So, für die Abmod habe ich mich jetzt mal gerade stumm und taub gestellt. Ja. Das war's mit dem heutigen Abend. Der lief jetzt auch nicht so extrem gut, würde ich jetzt sagen. Ich würde tatsächlich sagen, der erste lief am besten. Hey, wenigstens kriegt ihr jetzt hier nochmal schöne Hintergrundmusik, während ich hier die Abmod für diesen Abend mache. Ja. Die Musik, die man da vorne hört, ist auf jeden Fall nice. Die habe ich mir eine Viertelstunde, 20 Minuten vorm Stream gegeben. Auch wenn das so ein bisschen in quietsche Richtung geht, ich finde, die singen trotzdem richtig nice. Ja, YouTube, euch sehe ich nach dem Endergebnis wieder. Und da mache ich dann auch ein Fazit übrigens zu diesem Spiel, weil ich habe es ja schon erwähnt. Das ist der allerletzte Stream, den ich zu Splatoon 3 mache. Sowohl was hier Splatfeste als auch Saisonbeginns angeht. Ich werde keinen weiteren Stream mehr zu Splatoon 3 machen. Weil ich mittlerweile wirklich genug von dem Spiel habe. Ich erkläre auch nochmal in der finalen Abmod nochmal warum. Auf jeden Fall, YouTube, euch sehe ich nach dem Endergebnis wieder. Ich hoffe mal, dass das gut ausgefallen ist für uns. Dass wir nicht letzter geworden sind. Euch, bis gleich.
Ja, Leute, das war es mit dem Gwen-Festival, dem letzten Splatfest von Splatoon 3 und auch dem letzten Stream von mir, den ich zu Splatoon 3 machen werde. Ich habe ja mehrere Male während des Splatfests angedeutet, dass ich nach dem Stream keine Lust mehr auf Splatoon 3 habe. Und das habe ich auch ernst gemeint. Also, ich kann ja mal mein Fazit mittlerweile mal generell zum Spiel geben. Also, ich fand das Spiel auf jeden Fall recht spaßig. Gegen Anfang auf jeden Fall. Der Story-Modus, der war irre nice. Mit dem Endkampf gegen Bär und so weiter. War richtig cool. Von den DLCs fand ich, das einzig erwähnenswerte DLC war ja hier mit diesem einem Turm. Das fand ich auch mega, mega nice. Aber zum Online-Modus muss ich sagen, das hat mir nur so gegen Anfang richtig Spaß gemacht. Oder sagen wir mal, die Hälfte aller Splatfeste, ungefähr ab der Hälfte, vielleicht so knapp schon vom 3, 5, so von den Splatfesten. Ich meine, so 13, 14 gab es, glaube ich. Ich müsste nochmal nachzählen. Da hat mir das Spiel angefangen, keinen Spaß mehr zu machen. Und ich habe auch während des Splatfests so teilweise gesagt, warum. Also, zum einen hat es mir deswegen kaum noch Spaß gemacht, weil gefühlt hattest du nur noch Leute dort in den Lobbys, die wirklich in das Spiel reingeschwitzt haben. Oder sagen wir mal, mehr als nur ein bisschen getryhardet haben. Und jemand wie ich, der halt eher so casual spielt, der hat da halt überhaupt keinen Spaß dann mehr. Deswegen hat mir der Online-Modus dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, dass mir natürlich fast jeden Stream über die Ohren bzw. das Trommelfell weggeschrieben wurden. Wovon ihr fast gar nichts auf YouTube gesehen habt. Aber Twitch hat das fast durchgehend mitbekommen. Dass mir da das Ohr ja weggeschrien wurde. Das hat auch eine teils Mitschuld, aber nicht so eine extreme wie halt mit dem Tryharding. Die Bär GmbH an sich war halt genauso spaßig wie das vorherige. Ich fand es auch schön, dass wir die Revierdeckkämpfe einmal spielen könnten. Da könnte ich ja auch nochmal so die Modus bewerten. Also wie gesagt, der normale Online-Modus hat mir irgendwann kaum noch Spaß gemacht. Weil anfangs waren da wenigstens Leute, die waren auch eher mehr so casual wie ich. Leute, mit denen man mithalten kann. Aber mittlerweile ist es wirklich einfach nur noch so, dass nur noch die zwei Harder da sind. Gefühlt jeder Kampf hier Profimodus ist im Übrigen, was die Kämpfe angeht. GG an Team Vergangenheit. Ihr habt bei euch die Kämpfe einfach komplett gecarried. Wäre das nicht gewesen, hätten wir auch nur einen einzigen bei den Kämpfen gewonnen. Dann hätte es sein können, dass wir die Gewinner sind. Vor allem, ich glaube, bei den Dreifab-Kämpfen war es am meisten wert. Also, das hat wirklich hart gecarried. Ein bisschen traurig für Team Zukunft, dass sie einfach überhaupt keinen Punkt hatten. Zurück zu meiner Bewertung da. Ich fand Revierdeckkämpfe tatsächlich auf jeden Fall spannender als die
normalen Online-Kämpfe und auch als die Bär GmbH fand ich spannender. Weil da musstest du wirklich nachdenken, was du tust. Und hier kann ich auch direkt nochmal auf einen Punkt eingehen, warum mir das Spiel ab irgendeinem Punkt keinen Spaß mehr gemacht hat. Bei der GmbH. Ich weiß, ich beleidige damit viele der Spieler von Splatoon. Aber gefühlt. Und ich denke mal, der ein oder andere wird das irgendwie nachvollziehen können. War man gefühlt alleine besser dran als mit dem gesamten Team. Also, du hattest ja teilweise Leute, die einfach überhaupt nichts getan haben, beziehungsweise absolut, Entschuldigung für das Wort, dämlich verhalten haben, dass das mit der BR GmbH einfach nur anstrengend war. Also du hattest da wirklich teilweise solche Larrys als Kameraden dabei, dass du nicht mal durch die erste Welle kamst. Da hätte ich dann gerne die Profis gehabt, die ich fast nur bei den Online-Kämpfen gesehen habe. Im Übrigen, weswegen, da kann ich dann noch zusätzlich geben, also weswegen mir die Online-Kämpfe nicht gefallen haben. Gefühlt hatten wir oft diese Larrys bei uns auch noch im Team. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich damit den ein oder anderen Spieler da beleidige. Entschuldige ich mich auch für. Aber wenn ich beispielsweise, ich glaube, ich habe das schon oft genug angesprochen, jemand mit einem Roller sehe und mit einem Roller verpflichtet man sich bei diesem Spiel eigentlich zu färben und Revierkämpfe, da musst du sowieso so viel einfärben wie geht. Einfach nur nach vorne zu rennen und dann durchgehend versuchen, ja, ich hau mal drauf und hoffe, dass ich treffe. Weil die Waffe kann one-hitten, wenn sie mal trifft, aber braucht 10 Jahre erstens zum Zuschlagen und zweitens ist mein eigentlicher Job ja färben mit einem Roller. Da dachte ich mir dann auch, was habe ich für Idioten im Team? Also für die Zukunft übrigens für euch, wenn ihr mit einem Roller spielt, euer Job ist färben und nicht nach vorne gehen und drauf kloppen und hoffen, dass ihr mal trifft. Das hat mich so extrem oft in den Streams aufgeregt. Und auch offscreen, wenn ich das Spiel mal gedaddelt habe. Das hat mich so extrem aufgeregt, so einen Rollerspieler, das ist nur ein grobes Beispiel. Es gibt auch noch andere, die was Ähnliches gemacht haben. Halt einfach nur vorzubrechen und dann nichts geschissen kriegen, anstatt mal irgendwie was zu färben. Weil, was denn ja eigentlich das Hauptziel von Splatoon ist. Dass du eigentlich färbst. Leute, mit einem Roller färbt man und nicht man kämpft. Aber ja, das sind so um die Hauptgründe, warum mir Splatoon gegen Ende keinen Spaß mehr gemacht hat, beziehungsweise Splatoon 3. Ich weiß, dass ein Splatoon 4 geplant ist. Das werde ich auch let's playen, die Story auf jeden Fall. Falls, wann Splatoon 4 mal rauskommt, ich meine es ist nicht hundertprozentig fest. Aber wie gesagt, Splatoon 3 werde ich ab dem Punkt nicht mehr anspielen. Ich werde das nach dieser Aufnahme auch deinstallieren von meiner Switch. Weil ich habe mittlerweile echt keine Lust mehr auf das Spiel. Ich hoffe an der Stelle auf jeden Fall, dass euch allen das Grand Festival gefallen hat. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Nochmal gegen Ende. Vor allem diese neue Map fand ich schön. Im Übrigen, wenn das mit den Surimi-Signalen nochmal kommt, dann da gebe ich euch auch nochmal den Tipp, den ich eigentlich fast jede Runde gegeben habe. Ignoriert das Scheißding. Beziehungsweise fokussiert euch nicht so sehr darauf. Dieses Ding macht am Ende des Tages vielleicht 2%. Und ganz ehrlich, ihr könnt in der Zeit, wo ihr einfach alles drumherum färbt, mehr färben, als wenn ihr dieses Ding einsammelt. Ich habe auf jeden Fall jetzt alles gesagt zu Splatoon 3. Wie gesagt, wenn euch gefallen hat, Abo und ein Like hier auf YouTube da lassen und Follow auf Twitch. Der Twitch-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr es hier schaut. Schaut ihr es am Abend, wünsche ich euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich ciao und bis dann.